Dieser Edward Kenway hat so scheiß langes Haar. Dann hat Ed so langes Haar. Connor hat auch so etwas längere Haare. Ich weiß nicht, ob der alte ihr, das habe ich, keine Ahnung. Ich komme jetzt da nach da oben. Ich weiß nicht, ob der alte ihr lange Haare hat. Ja, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie ist es schon so, die meisten haben lange Haare. Warum nur? Weil es dort in war? Ist es jetzt vielleicht out? Oder hatten sie etwa keinen Friseur? Alles oder nicht? Werden wir irgendwann mal erfahren, vielleicht. Oder auch nicht. Was machst du denn auch? Sollst hier hochklettern? Wenn man eine Leiter hat, sollte man sie auch nutzen. So. So. Mir ist aufgefallen, das Bild ist etwas schief. Also der Bildschirm. Da am Rand ist, rechts am Rand ist schwarz und links ist es voll. Das ist ein bisschen merkwürdig. Vielleicht ist es auch extra so. Ah, Söldner. Hallo, Söldner. So, das sind die neuen Kanonen. Ach ja. Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm. Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Ja, ja. Weißt du, wenn ich vom Krieg zurückkäme, würde ich erstmal, naja, ich weiß nicht, was essen? Und, naja, Nahrung zu sich nehmen, auf jeden Fall. Vielleicht sich mal hinlegen und entspannen. Aber nee. Bist du betrunken oder was? Salve, Michelle. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lass mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Tja, dann komm mit. Die Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Oh, jetzt redet er mit Feuerwaffen uns. Waffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Halt die Klappe! Haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Halt die Klappe! Aus der Hand. Halt gefälligst die Klappe! Das ist die Zukunft. Halt die Klappe! Es interessiert mich nicht. Hör auf, mir Geschichten über Kanonen zu erzählen. Boah, ich hasse solche Leute, die auf dem Weg mit dir reden. Ah, Kanonen. Oh, ich kotze gleich. Hier, euer scheiß Typi. Hast du... Oh Mann, bin ich immer im Weg oder was? Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Warum ich jetzt auf einmal? Ihr sollt schießen, nicht ich. So. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Nee. Ich bin bestimmt jetzt wieder scheiße, gell? Ach so. Auf unsichtbare Gegner, die überhaupt nicht in unseren Gedanken existieren, gell? Also in Gedanken schon, aber die existieren nicht. Ah nee! Oder sind es Bäume? Für mich sind das aus wie Gegner. Ich weiß nicht, oder ist sie nicht so gefälscht? Das sah immer für mich so aus, als würden die nicht existieren. Ups. Die existieren doch. Wusste ich gar nicht. Das ist von Weitem nicht so blendend. Was kann ich dafür, bitte? So. Das Beste von Assassin's Creed 2 finde ich die Story eigentlich. Und? Und die Musik, die ist echt geil. Wollte ich mal sagen. Perfekt. Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt.
Naja, geht so. Geschafft. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Können wir etwa jetzt nach Hause? Ja, ja, wir können nach Hause. Wir können nach Hause. Nach Hause. Das war so klar. Oha, ich bin beinahe tot. Ach ja, ich glaube, ja, wir laden uns auf. Das soll nicht dauern, aber ich würde gehen. Alter, so viele fette Leute. Ach, egal. Früher war es sehr toll, fett zu sein. Das war eine Schönheit. Dünn zu sein war total hässlich, aber... Oh Mann, ich hasse fette Leute. Okay, nein. Nein, tue ich nicht. Also ich hasse keine fette Leute. Nur in diesem Spiel sehen sie total bescheuert aus. Sie sehen aus wie eine Bowlingmaschine. Sie ist so eine Bowlingkugel. Ja. Ja, egal. Gehen wir mal rein. Buongiorno, Ezio. Katharina. Was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Ja, dann nimm mir was Wichtiges vor. Mutter! Mami! Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort, stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder. Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sagt mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Maria Auditore, unsere Mami. Ach, jetzt sind wir zu Hause. Nicolum, ach, keine Ahnung. Was ist? Und Katharinas Frotzer, keine Ahnung. Auch das ist auch irgendwann auf zweiten Teil. Ich weiß nicht mehr. Gucken wir mal die Bilder an. Aha. Nackte Leute. Wir haben noch nackte Leute. Mein Zimmer, gell? Ich glaube, ich gucke mich erstmal um, oder? Ja, komm. Ja, ich mache eigentlich sowas nie, aber komm, ich will mich mal hier umgucken. Man weiß ja nie.
Wir kommen aber nirgendwo rein. Man kann wirklich nirgendwo rein. Wie scheiße ist denn das? Ich will irgendwo reingehen, aber nee. Darf ich nicht. Wie blöd ist denn das? Ganz ehrlich. Voll scheiße. Scheiße, Mann. Aber schönes Haus. Würde ich auch gerne. Obwohl, ein kleines Haus reicht mir. Oh, was für ein schönes Zimmer, ey. Schöne Musik. Oh Mann, wie, was für eine Grafik. Es glitscht voll durch. Entspannen. Willkommen daheim. Möchtest du noch mal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer frei stehen zu wählen. Sch. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Bitte, ey! Ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Scheiße. Tolle Übung. Oder? Nein, ich bin angegriffen. Scheiße. Noch schlimmer. Sind die Borgia. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflohen ist. Nutze die Kanonen über den Wald. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la vittoria. Insieme. Viel Erfolg. Bin ich. Viel Erfolg nochmal.